So, und weiter geht's. So, und natürlich Neverwinter, wenn ich Neverwinter, wenn ich 2000 Kilometer, wenn ich nicht 2477 Kilometer zurückliegen würde und den ganzen Weg mit dem Reittier zurückrennen muss. Was soll ich mit den scheiß Schlüssel hier? Meine Spitzhacke möchte endlich was zu tun bekommen! Was ist das für eine dämliche Aussage, Idiot? So. Alter, was? Die haben ja gar keine Questabgaben oder was? Was? Wow, der hat gerade gekillt, glaube ich. Ich will nicht an der Maskerade teilnehmen. Scheiße, bin ich... Xoralin Außenposten. Was macht ihr da unten eigentlich? Helf Mark gerade. Er hat irgendwie noch eine Quest. Ich hab hier noch eine, Klassenquest. Ich weiß auch nicht wo. Cool, das ist die Gelegenheit, mich jetzt schon zum Ziel zu bringen. Ja, das ist da unten, wo man die Gefangenen befreien soll, aber wenn ich das, wenn ich die Quest markiere, leitet mich diese merkwürdige Punktlinie komplett woanders. Ja, was sagt die denn? Die sagt, dass ich dahin soll. Genau hier. Nein, die Quest, was ist die Quest? Ah, siehst du. War's schon wieder? Die Quest sagt, ein anderer Elf ist euch zu Hilfe gekommen. Gut, für diese Situation werden Erfahrungen gebraucht, über die die Menschen oder Zwerge einfach nicht verfügen. Unsere verbannten Vetter, die Drow, verwenden unglaublich viel Gedanken und Energie darauf, Rache an ihnen zu, an ihren Vorfahren an der Oberfläche zu nehmen. Manchmal kommt es, kommen sie diesem Ziel sehr nahe. Auch dieses Mal ist es fast soweit. Die Drow vom Haus Xoralin haben einige mächtige Elfenmagier gefangen und hoffen, dadurch ein Portal in Feyworld öffnen zu können. Durch dieses Portal würden sie in die heilige Stadt Evermeet einfallen. Wir Och Mann! Die Gefangenen heimlich und vor allem schnell befreien. Seid ihr dabei? Nein. Sehen wir dann auch Elad drin oder sind das nur wirklich Elche? Ich hab keine Ahnung. Weil in der Feyworld Wild oder so, da sind halt Elad drin. Oh. Das ist also eine Spiegelwelt von der normalen Welt hier. Praktisch, wo die Lebensenergie ganz stark ist, dann gibt es noch sowas, die Schattenwelt, wo dann, ja, die Stimmung ganz gedrückt ist. Und die Leute so nach und nach immer entkräfteter werden. Wo ist denn hier eigentlich nochmal die, da? Nee, die Skillbar. Wo ist die? Ja. Was für ein Müll, ey.
Die Gefangenen sehen doch aus wie normale Elfen, oder? Ja. Hallo. Dieses Golem-Viech, ist das ein Gefährte? Ja. Was kann man damit anfangen? Hier. Hä? Ist ja gar nichts. Sieht irgendwie so ein bisschen so aus wie bei StarCraft, oder? Bin Name, ja. Wow, die ist stark. Da wurde sie verbrannt. Bam. Ja. Abgeschlossen. Und wieder weg. Ah, so ein Müll, ey. Jetzt aber dahin. Eigentlich hätte ich mich tatsächlich auftrennen können. Oh Mann, ey, könnt ihr mal den anderen Scheiß nehmen? Müsst ihr immer die andere verfickten Weg nehmen? Hä? Wir sind gerade da, wo du hin wolltest. Ja, aber ich wollte den anderen Weg nehmen, nicht hier. Hä? Anderen Weg? Ich hoffe, eure nächste. Bei Deck 6 ist halt's Maul. Schlacht dich gleich zu Brei. Xorlarin Außenposten. Weit hinter den Mauern von Cesraena, einer Festung, die in den Wänden der flüsternden Höhlen eingemeißelt wurde, gibt Relognalaklaka vom Haus Xorlarin Befehle an seine Truppen. Der Außenposten wird von einem Bataillon von Kriegern und Priesterinnen der Drau bewacht und nur Gefangene von höchstem Wert werden dorthin gebracht, um Relognalaklaka selbst entgegenzutreten. Gefangenen und später werden freigelassen. Weisern zufolge war er auf der Suche nach jemandem Bestimmten, einem Anführer. Es ist beängstigend daran zu denken, was sie tun würden, wenn sie solch eine Person finden. Hier war eine Truhe. Oder ist eine? Das nächste, was ich da wahrscheinlich lesen werde, ist Fisches Fritze fischt frische Fische. Was Klaus? Scheiße. Ah, ich finde noch Scheiße.
sein. Dieser blöde Köter rennt mit mir die Pfanne und hat mir die Pfeile ab. Das ist auch noch einer. Immer dieser Assassin hier. Relog Naglak Drax Xorlarin. Da lacht sie. Oh, jetzt ist sie verdampft. Das was ich lach mich an dem Fall. Dankeschön, dass ihr meine Aufklärung findet habt, ihr Penner. Bitte. Krass. Moment. Seid vorsichtig, der hat mich einfach so gekillt. Das ist eine Die. Ist immer noch eine Die? Glaube ich. Sicher? Keine Ahnung, aber so schwer. Nee, aber das ist der Läppisch. Sieht aus wie ein R. Wie kannst du von denen kaputt gemacht werden? Naja, der hat so eine Superattacke gemacht und ich stand halt mittendrin, weil ich auch mal eine Superattacke machen wollte. Na toll, das toll war gut gewesen für mich. Was? Blitz hat nicht. Nee, ich muss noch erst mit der Tante hier reden. Ja. Ich spüre, wie es jetzt kann ich auch mit dir reden. In meinem Kopf! Lass mich nicht hinaus! Ja. Müll. Ihr seid so gut wie neu. Ihr seid so gut wie noch nie. Naja, geil. Fast. Tolle Aussage. Danke. Also das war gut geschauspielert. Verdammt, wo bin ich denn rausgekommen? Das war freundlich. So nah vor dem Ziel. Mike, wenn du das Ding noch haben willst, können wir handeln. Brauchst nicht. Ja, dann schau mal. Dass du zu mir kommst erstmal. Machen wir anders. Hallo? Wir geben jetzt alle die Kräfte ab. Dann kommst du mal hier hin. Nee. Ich stehe jetzt am Eingang. Also ich renne noch nicht mal zurück. Da habe ich keinen Bock drauf und die Zuschauer auch nicht. Die Zuschauer habe ich schon vor zwei Folgen gelangweilt. Indem ich einfach nichts gesagt habe. So, komm. So. Hier. Yeah. Eine Gruppe wartet auf euch. Jetzt habe ich auch mal eine Tür benutzt. Zu Davlin Hof zurückkehren. Ist sogar ein Planeten nach ihm benannt worden, mal. Scheißname für ein Planet. So, und jetzt sage ich einfach mal was. Star Trek ist viel cooler als Star Wars. Haha, gleich 50.000 Leute gedisst. Kommt ihr mal rüber? Ja, ich bin gerade am Quest abgeben. Ich sehe dich gar nicht. Ach, ich da unten. Okay, ja, da war hinter einem Fragezeichen versteckt. Das eine Fragezeichen ist jetzt endlich weg. Genau. Von der Frau. Die hat irgendwann gemerkt, oh, ich habe ja doch schon das Buch. Da kommt Katzmandrator. Der Schlechter. Kannst du da nicht meinen Namen jedes Mal auf neue Art und Weise veranstalten? Ich finde, das sollte man einbürgern, deinen Namen immer anders auszusprechen, als da steht. Aber Katzmandrator klingt aber auch cool. Ja, Bibi. Rede nur. Alter, lass mich beachten. Kannst mir gar nichts, Tina.
Plus? Nee, das Plus? Nee, das ist auch nicht Plus. Was ist denn Plus, verdammt? Xerxes, lass Byron in Ruhe. Pfui, aus. Komm zurück. So, du sollst noch einen Schritt gehen, dann können wir hier weitergehen. Ich versuche gerade mit dir zu handeln, aber eben geht das nicht. Achso, warte mal, dann hier. Geht aber noch nicht. Ist? Spieler ist zu weit entfernt, um mit euch zu handeln. Ernsthaft? Steig vom Pferd. Dem. So, das da. Angebot mal. So. Ah. Na, hat geklappt. Verteidigung, was sind das eigentlich? Armschienen. Bringt Regener, Verteidigung robust. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Da hau ich noch sowas rein hier. Hast du dich da geheilt neu? Hä? Du warst verletzt, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ja, ich bin auch cool. Ich war nicht verletzt. Doch, du hast so eine Verletzung, weißt du, so eine kleine Kopfverletzung oder sowas. Aha. Weil du immer wieder in eigene Fälle reingelatscht bist wahrscheinlich. Also hier draußen war keine. Nee, in der letzten Das ignoriere ich einfach. Das ist nur eine Fleischwunde.